nothing, nothing without. Vielleicht hatte Alexander von Saalfeld ja keine Lust, hinter seinem kleinen Bruder die zweite Geige zu spielen. Oder er war eifersüchtig auf die Stripperin. Sie hat das stärkste Mordmotiv. Ja. Aber auch nur, weil wir bei den anderen nicht genug bühlen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass das Alibi von Böhme falsch ist. Wo du gerade die anderen sagst, kümmere dich um den Fahrer, diesen Tobias Schneider. Ich weiß auch nicht. Ronald von Saalfeld ist absolut offen und unkompliziert. Keine Frage, ist irgendwie unangenehm oder so, aber ich sag dir, die Frau hat ein Geheimnis. Irgendwas in ihrer Persönlichkeit. Ein dunkles Loch. Ein dunkles Loch, ja. Ich meine das ernst. Du jagst kein Mörderschäfchen. Du jagst dieser Frau nach. Spinnst du jetzt oder was? Hör mal, glaubst du, das merkt keiner, dass du diese Frau zur Chefsache machst? Sag mal, willst du mir irgendwas unterstellen, dann sag's gleich. Ist doch sehr ernst, ja? Was ist los? Jana hat sich in die Stripperin verguckt. Hey, was du privat denkst, ist mir völlig egal. Aber komm bloß nicht auf die Idee, erzähl so eine Scheiße im Büro. Dann schmeiß ich dich nämlich hochkant raus. Moment mal, bevor du mich rausschmeißen kannst, dann musst du mich erstmal abmahnen. Und zwar schriftlich, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, seid ihr jetzt fertig? Du musst den Chef fragen. Gut. Also, auf die Waffenbesitzkarte von Corinna von Saalfeld sind folgende Waffen eingetragen. Ein Kleinkalibergewehr, Walter KK-100, eine Luftpistole LP-300 Ultralight und eine GSP-Expert-Sportpistole. Diese Waffen bewahrt sie alle im Clubhaus auf. Aber sie hat noch eine Waffe, die sie nicht im Clubhaus aufbewahrt. Eine Lady Derringer 4mm.